Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Heißbruck im Nürnberger Land, zum Newsletter 144, mit dem wir Sie für Sonntag, den 4. Februar, auf eine Hochzeitsmesse bei unseren Nachbarn im grünen Baum Kühnhofen einladen wollen. Ein paar alte und neue Geschichten über unsere Art der Geschenkeorganisation im Internet haben wir hier im Blog für Sie zusammengetragen. Wir sind aber auch für ganz neue Ideen völlig offen. Im 30. Jubiläumsjahr der Möbelmacher haben wir die erste Massivholzküche mit der neuen Naturfarbe von Livos Weiß pigmentiert. Es ist ein Experiment, denn eigentlich erscheinen uns solche Oberflächen als zu empfindlich. Aber Kilian, der temperamentvolle Sohn unseres Holzmanagers Tobias Raum, versprach uns Antworten auf die Frage, ob wir solche Oberflächen auch unseren Kunden empfehlen können. Selbstverständlich kümmern wir uns auch gerne um Ihre Holzoberflächen, denn das Nachölen, aber auch der wohngesunde Innenausbau oder sogar eine tolle Werkstatt gehören zu unserem Service. Wir bauen gerade ein neues Bad für unsere Ausstellung, aber dafür muss diese Liege Platz machen, weshalb Sie sie günstig mit oder ohne Bettsystem haben können. Wir berichten über die Veredelung unserer Pronatura Bettsysteme mit einem Topper oder auch Elektrorahmen und zeigen eine lustige Ausstellung, die die fatale Idee der Einheitsmatratze für jeden mit Einheitshose, Einheitsfrisur und Einheitsbrille auf den Arm nimmt. Auf dieser Möbelmesse haben wir einige Ideen gesammelt und nicht zuletzt in der Hersburger Zeitung darüber berichtet, dass die klassische Studentenbude jetzt als Boho-Style zum Einrichtungsstil geadelt wird. Gerne bauen wir für unsere Kunden auch Betten aus Zirbenholz, weshalb wir in einem Artikel zusammengefasst haben, welche umstrittene Studie den Hype um die Zirbe einst ausgelöst hat. Zirbenbetten machen durchaus glücklich, aber welche aus Buche, Eiche oder Elsbeere nicht minder. Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung unter Grumbach und planen Sie mit uns Ihre Küche, Ihr Wohn- oder Schlafzimmer oder die ganze Einrichtung vom Fußboden bis zur Beleuchtung. Bis bald!